Der brasilianische Präsident Lula hat einen Aktionsplan zum Schutz des Amazonas-Regenwaldes vorgestellt. Umweltschutz habe wieder Priorität, sagte er mit Blick auf seinen Vorgänger Bolsonaro. In dessen Amtszeit war die Abholzung in dem ökologisch wichtigen Gebiet stark angestiegen. Lula will jetzt die Hälfte der illegal genutzten Flächen beschlagnahmen und zusätzliche Schutzgebiete ausweisen. Zudem will er verstärkt gegen illegale Abholzung, Bergbau und Fischerei vorgehen.